Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Metal Gear Solid. Wir haben beim letzten Mal hier diesen Durchgang gefunden und das ist ja schon mal ein Anfang zum Infiltrieren. Da muss ich halt nur noch gucken, dass ich daraus noch ein bisschen mehr mache. So. Da würde ich gern rüber gehen. Geh mal hier hin. Habe ich auch noch ganz gut getarnt. Dumm, die dumm, die dumm, dumm, dumm. Ah, 40%. Okay, es passt sich also wirklich sehr dynamisch an. Hier kann ich die Kamera halt auch gar nicht drehen. Okay, okay, der hat irgendwas gehört. Ich mache mich schnell aus dem Staub. Ja, du bildest die Dinge ein. Wo ist er genau? Okay, er ist anscheinend nicht so dicht hier, wie ich befürchtet hatte. Wo ich mir mein Leckerli. Mal sehen, ist da drin irgendwo jemand? Jetzt habe ich nicht erkannt, war das einer im Punkt? Moment, ist das... Muss man rausfinden, wo auf der Karte mein Sichtfeld ist. Das ist mein Sichtfeld. Okay, ist jetzt das mein Sichtfeld? Ist das rote vielleicht mein Missionspunkt? So, okay. Ich gehe mal hier lang weiter. Ich glaube, hier komme ich am besten rein. Au, au, au. Jetzt los. Was soll denn der Quatsch? Wieso wurde ich denn entdeckt? Seht ihr, darum will ich auf leicht spielen. Macht Spaß, sie so umzukicken. Jetzt erschießt mich doch. Das ist das Nervige. Moment, ich glaube, ich kann hier einfach die Brücke runterspringen oder so. Geht das nicht? Oder war hier keine Brücke mehr? Nee, war hier nicht. Dann kann ich die Brücke nicht einfach runterspringen. Na komm, machen wir es selber so. Ich helfe euch, Jungs. Ich wollte euch ja nur helfen. So. Hätten wir das hinter uns, Snake ist erledigt. Ja, haben wir mitbekommen. Das ist ja tragisch. Und jetzt nochmal, wie soll ich das bitte machen? Also ich, wie soll ich das hinbekommen? Was denkt ihr von mir? Badingo und... Nee, Lord Montio war es. Genau, der Frechdachs. Irgendwer anders noch. Ich kann meinen Namen aber nicht merken. Tut mir leid. Irgendjemand hat darauf bestanden, dass ich das auch mal auf dem normalen Schwierigkeitsgrad zumindest spiele. La la la. Ah, da hinten. Da hinten lang. Jetzt sieht er mich bestimmt. Genau in diesem Moment, weil er sich wieder umdreht, der blöde Soldat.
Mal sehen, wo sind die Leute? Jetzt sehe ich meinen Sichtkegel gar nicht. Ist das der Sokolov? Oh nein, das ist kein Käfig, das ist nur ein Gitter. Moment, habe ich hier vielleicht bessere Tarnung noch? Weil ich bin hier jetzt ja wohl länger drin. Zumindest ein bisschen. Das Kästchenmuster, das ist auch super. Hier haben wir ein bisschen wieder was rausgeholt. Da ist etwas, das möchte ich haben. Ich weiß noch nicht, was das ist, aber es kann mir bestimmt helfen. M37 Schrotflinte Kaliber 12 zum Halten. Ja, toll. Eine Schrotflinte. Zur Stealth-Mission. Die werde ich brauchen. Was ist das da eigentlich? Eine Schalter, die ich auch für irgendwas benutzen kann? Oh oh. Hau ab da. Typ. Ich habe gerade die Idee bekommen, dass ich da vielleicht auf die Kisten klettern kann und ob das da ein Lüftungsschacht ist, aber ich glaube nicht. Nein, da kommt man nicht hoch. Ich muss nur Geduld haben. Oh. Jetzt gucken sie hier bestimmt hin. Aber Snake wollte da nicht um die Ecke schleichen. Was haben wir hier? Munition. Na toll. Aber wir sollten hier eine ganz gute Übersicht über den Ort haben. Was ist das da? Nichts Interaktives, wie mir scheint. Bitte nicht gucken. Nobody here. Who's that? What's going on? Das ist jetzt sehr doof. Ich hab doch sofort. Mann, aus manchen Blickwinkeln kann er einfach die Waffe nicht ziehen, wenn er zum Beispiel an der Wand gelehnt ist irgendwie. Irgendwie nervt mich das. Guckt, seht ihr, so macht das weniger Spaß, das Spiel. Ich verprügel die jetzt einfach alle. Alle. Einfach mehr. So. Sollte jetzt ja erstmal eine Weile helfen. Wer hat mich jetzt schon wieder gesehen? So, jetzt bin ich im Ausweichen-Modus. Interessant.
oben war also nur Quatsch. Da sollte man nicht lang gehen. So, machen wir es einfach so. Schalten wir die Leute wirklich aus vorher. Lebensmedizin. Wir können mal was essen kurz, damit sich unsere Ausdauer erhöht und wir schneller wieder Dings. Netzpython, die war doch lecker. Wie viel erhöht das? Ah, das reicht aus. So, dann erhöht sich unser Leben wieder schneller. Wir könnten ja jetzt eigentlich hier mal so einen ganz ruhigen schieben. Bis wir nicht mehr gesucht werden. Können wir hier die Schränke aufmachen oder so? Enttäuschend. Ach, das ist nur so eine Propanglasflasche. Ich dachte gerade, das wäre der Kopf von irgendwem, der da gerade langkommt. So, schütteln wir ihn mal aus. Eine Granate. Na, sehr gut. Zweimal machen wir es. Und Munition. Na, wir sind drin. Wir sind eingedrungen. Oh, wir sind anscheinend beim Ziel. Hat doch geklappt. War doch alles super. Glaube ich. Ich muss mich erstmal reinfinden, wie ich das Ganze hier spiele. Das werden wir dann sehen. Das wird sich alles entwickeln. You must be Sokolov. Are you one of Vulcan's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Vulcan of Gru. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the Army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition, so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And, on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power. By rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Vulcan of the Gru. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then
the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? From my mentor. Is that so? America's truly a frightening country. Having second thoughts? No. I have no love for this place. Let's go. Wird das jetzt eine Escort-Mission? Das wäre ja... Ich weiß nicht. Es gibt schönere Missionen. Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? I had to kill them. There was no other way. But no one will know we were involved. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. Ich hab die auch gar nicht getötet, ich hab sie betäubt. Das ist ein Unterschied, finde ich. So this is the legendary boss. Huh? You! You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Huh. What's a Gru soldier doing here? Soldier? He's the Ocelot commander. That's Major Ocelot to you. Don't you forget it. Revolver Ocelot. Okay, da heißt er nur Ocelot. Das ist ja die Vergangenheit. An Ocelot never lets his prey escape. What? Ah!
ganz der Alte, beziehungsweise der Junge. Also, so wie wir ihn kennen. I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the Gru. Sokolov, take cover. Huh. You're not the boss, are you? Operatives! What is that stance? Huh. That gun. If you're not the boss, then die. Major! Leave it! Shoot the other one! Whoa! Ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do, but testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. You filthy American dog! But that was some fancy shooting. You're pretty good. Pretty good. Major, do you read me? I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov, too. Apparently, they were taking orders from a Gru colonel named Volgan. A Gru colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and Gru. Between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by Gru? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you.
Das war also der junge Ocelot. Und jetzt wissen wir anscheinend auch, woher er die Idee mit dem Revolver bekommen hat. Wir schütteln die Herren mal aus. Besonders Ocelot. Eine Mausefalle? Warum hat er eine Mausefalle dabei? Hat er ein Problem mit Mäusen? Das verstehe ich ja nicht ganz. Aber hier sieht man auch schön, welcher mit dem Betäubungsfeind getroffen hat. Die schlafen, die anderen sind nur betäubt. Ist der eine hier vielleicht gestorben, weil er da runtergefallen ist? Eigentlich wollte ich hier ja keine töten. Verdammt. Na gut, dann würde ich sagen, hier ist ein schöner Ort, um zu speichern. Und dann beenden wir damit auch den vierten Part. Wie komme ich jetzt auf den ersten? Ich meinte, wollte eigentlich sagen, diesen Part. Na, schon knapp 2 Stunden Spielzeit. Das geht doch gut voran. Have you ever seen Forbidden Planet? No, can't say I have. It's about this expedition that goes to the planet Altair 4 in an ultra-fast spaceship. When they arrive, they meet the survivor of the last expedition, Dr. Morbius. Dr. Morbius was exploring the planet along with his daughter Altera and the versatile Robbie the Robot. Ignoring the doctor's warnings, the expedition team is suddenly attacked by an invisible creature called the Monster from the Id. The special effects they used for the science stuff were really neat. I wish I had a robot like Robbie that could make anything I wanted it to. I'm more interested in that invisible monster. If I were invisible, I wouldn't have to bother hiding or wearing camouflage. Maybe someday you'll be able to turn invisible. Yeah, that'll be the day. Ach, Snake, du wirst noch ein schönes Leben haben und viele neue Dinge kennenlernen, glaub mir. Dann geht's beim nächsten Mal hier weiter. Das war's für heute mit mir, eurem Vogel und Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Macht's gut, euer Vogel. Tschüss.